Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Spinnensammelfolge. Heute sind die Spinnen auf den Silberblattfeldern dran. Ja, ich habe mir eine sehr gute Route rausgesucht, die man abreiten kann. Wir starten hier im Moorland bei der GED-Baustelle und ja, reiten direkt zur ersten Spinne. Und hier sitzt sie, die Spinne. Das ist Spinne Nummer 2 und die Koordinaten sind x203 und y220. So, für die nächste Spinne bin ich hier nach Silberkleid reingeritten und die Spinne ist hier im Entchenbrunnen versteckt. Und zwar dort, das ist Spinne Nummer 3 und die Koordinaten sind x189 und y189. So, für die nächste Spinne bin ich jetzt hier fürs Schloss, Schloss geritten und wir reiten hier rechts entlang und hier an diesem zweiten Pfeiler, zweiter Säule, hockt die nächste Spinne, das ist Spinne Nummer 1 und die Koordinaten sind x182 und y213. So, und zur nächsten Spinne zu gelangen bin ich hier bei London, der das Hasenrennen veranstaltet und ja, los geht's. Und hier in diesem Busch hockt direkt die nächste Spinne. Das ist Spinne Nummer 10 und die Koordinaten sind x199 und y140. So, für die nächste Stelle müssen wir jetzt hier bei Northlink entlang reiten. Und hier am Ende der Baustelle hockt die kleine Spinne. Das ist Spinne Nummer 6 und die Koordinaten sind x168 und y116. So, und von Northlink aus geht es dann direkt weiter zur nächsten Spinne. Hier ist übrigens noch die Reitstrecke der Baroness, falls ihr nicht wisst, wo ich bin. Denn hier oben auf einen Hügel hockt die nächste Spinne. Das ist Spinne Nummer 7 und die Koordinaten sind x166 und y142. So, für die nächste Spinne bin ich nach Silverclade Landgut geritten. Ich bin jetzt hier vor dem Silverclade Keller. Dort hinten ist der Stall, dort steht auch irgendwo die Baroness, nur als Orientierungshilfe. Wir gehen jetzt in den Keller hinein. Und dann gehen wir die erste Tür hier rein, dann hier entlang und hier hockt die nächste Spinne. Das ist Spinne Nummer 4 und die Koordinaten sind x139 und y160. So, für die nächste Spinne reite ich jetzt wieder aus Silverclade raus. Hier ist der Briefkasten, nur damit ihr wisst, wo ich gerade bin. Dann reiten wir einfach den Weg herunter. Und dann ist hier eine Spinne unter diesem Wasserrohr versteckt. Das ist Spinne Nummer 5 und die Koordinaten sind x152 und y179. So, um zur nächsten Spinne zu kommen, starte ich hier. Hier sind die Rennen und hier oben geht es zum Silverclad. Da ist auch der Transporter. Und ja, von hier aus reiten wir zur nächsten Spinne. Und die Spinne sitzt hier im Wasser. Das ist Spinne Nummer 8 und die Koordinaten sind x129 und y211. So, um zur letzten Spinne zu kommen, starte ich jetzt hier vor der Reitarena. Und wir reiten jetzt hier nach hinten. So, und hier unten am Felsen hockt unsere letzte Spinne, das ist Spinne Nummer 10. Und die Koordinaten sind x109 und y201.
So, das war's jetzt mit den Spinnen auf den Silverkleidfeldern. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ich euch mal helfen konnte. Und beim nächsten Mal gehen wir denn die Spinnen auf der Südhofhalbinsel an. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.